Königskraut, was? Das ist eine hübsche blättrige Pflanze, die bei Bronwens Dierbau wächst, eine Ruine südlich von hier. Ach, pflückt so viel ihr wollt. Wir haben dafür keine Verwendung. Und was euer Angebot, uns zu helfen angeht, das werde ich annehmen. Wir können immer ein paar fähige Hände gebrauchen und ihr könnt genauso gut euren Unterhalt verdienen, solange ihr bei uns bleibt. Mein bester Mann Cornelius Strohhelm schlägt sich in letzter Zeit viel mit den Wölfen herum. Vielleicht könnt ihr ihm ja auf den Weg zu eurer Gartenarbeit für den Waldläufer unter die Arme greifen. Gartenarbeit. Okay. Er hält also wirklich nicht viel davon. Also hier ist der nicht. Wir gucken mal, ob er irgendwie auf dem Weg zu sehen ist. Sagt er. Helft Hauptmann Farnbach, wenn ihr könnt, aber es ist wichtig, dass das Königskraut zu mir gebracht wird. Viele halten es für nutzlos, aber es ist ein wirkungsvolles Kraut mit vielen positiven Verwendungsmöglichkeiten. Besonders in seinen Händen. Eigentlich sehr hübsch und geruhsam hier. Hm? Kann man nicht sagen. Wo finde ich denn diesen Menschen? Oh, da vorne an der Straße. Tatsächlich, da stehen welche rum. Auf irgendeinem Schafhof. Seht an, wenn das nicht der Gerüchtemacher ist. Ich habe viel von euch gehört. Wie ihr mit eigenen Augen sehen könnt, gibt es hier keine Räuber, die uns belästigen. Es sind die Wölfe, die uns in der letzten Zeit Probleme bereiten. Sie scheinen sich um Bronwens Zierbau herum versammelt zu haben, vor allem bei der Spitze der Ruinen. Warnbach hat euch geschickt, damit ihr mir helft, also sollt ihr das auch tun. Ich möchte, dass ihr mehr über unser Wolf-Problem herausfindet. Sucht auf der Spitze von Bronwens Zierbau nach der Quelle der Wölfe. Okay. Da hinten, ne? Dann gucken wir doch da mal hin. Und da ist auch schon so ein Wolf. Was können wir denn bis jetzt? Was ist das denn? Greift an und schwächt die physische Verteidigung des Ziels. Okay, das wäre eher sowas. Ah nein, das ist Fernkampf. Zack. Man merkt, dass die Waffe tatsächlich sehr viel wirksamer ist als die andere. Ja, das kann man so im Hinlaufen gut machen. Das ist praktisch. Och, nur 4 Wölfe. Wenn ich so arg viel. So, jetzt muss ich mich wieder ein bisschen auf diesen Rhythmus einstimmen. Der Schläge. Dann ist es nämlich, wenn man das mal intus hat, ist das wie ein kleiner Tanz. Da wächst auch, glaube ich, dieses Pflänzchen, was der Streicher gemeint hat. Zumindest kommt das hier öfter vor. Und dann sollten wir hier oben nachschauen, weil da die Wölfe besonders häufig sind, was da los ist. Na, bis jetzt können die uns nicht viel entgegensetzen. Ich bin ja noch nicht mal gut ausgerüstet. Ich habe einfach nur... Hier sieht aber alles ganz normal aus, oder? Ja, hoch. Aber es geht noch weiter hoch. Da steht irgendwie ein komisches Banner. Dort oben am Ende der Treppe weht ein seltsames Banner. Muss mal runterreißen, das sieht sehr unheimlich aus. Das sieht auch nicht banditenmäßig aus, sondern eher so Ork-Goblin-mäßig. Komm, das reißen wir ab.
Der Wolfsmeister nähert sich euch. Cornelius Strohhelm sagte mir. Halt, ihn angreifen. Dass ihr mir einen Besuch abstatten würdet. Ihr werdet noch bereuen, dass ihr eure Nase in Dinge steckt, die euch nichts angehen. So, so, Cornelius Strohhelm, hat dir was gesagt? Ich glaube, du hättest nicht gedacht, dass ich so stark bin, ha? Sonst hättest du mir das nicht verraten. Und jetzt sollen wir ihn nämlich fragen, warum er uns in einen Hinterhalt gelockt hat. Schon. Schauen wir mal. Autsch. Oh, dann haben wir uns auch das erste Mal unseren Fuß verknackst. Vielleicht ist er ja gar nicht mehr da, weil er jetzt Schiss gekriegt hat, weil er uns ja... Wobei, der geht wahrscheinlich davon aus, dass wir das nicht überleben werden. Er hat uns einfach in die Arme von dem Kerl gelotst. Geschickt. Na, er ist noch da. Also war er sehr gewiss, dass ich das nicht schaffen werde. Na du? So geht's ja nicht. Obwohl, er sieht ja sehr seriös aus irgendwie, ne? Nicht wie ein Halunke, aber das sagt ja auch nichts aus normalerweise. Unmöglich. Wie könnt ihr nur vor mir stehen? Ein Schwächling wie ihr hat den Wolfsmeister bezwungen? Pah! Ich würde euch mit meinen eigenen Händen töten, wenn dieser Narr Dirk Schlammziegel nicht zusehen würde. Ja, stimmt, da drüben steht noch eine Wache und die gehört wahrscheinlich nicht zu der Bande. Ach, es ist egal. Ich habe keine Angst aufzufliegen. Farnbach wird euch niemals glauben. Er denkt, dass ich ihm bei seiner Kindheit, seit meiner Kindheit treu gedient habe, der alte Narr. Sagt Farnbach, was immer ihr wollt. Aber Archit wird fallen und ich werde mehr Gold erlangen, als ihr euch je vorstellen könnt. Und ihr, ihr werdet mit dem Rest sterben, wenn ihr euch nicht vor dem heutigen Abend aus dem Staub macht. Der ist ja naiv. Unsack. Er hat sich also, es ist eigentlich ein Schurke und er hat sich jetzt hier eingeschlichen. Wobei, wenn die sich schon ganz lange kennen, war er wahrscheinlich anfangs gar kein Schurke und ist irgendwann mal zu der Überzeugung gelangt. Also hier wäre ich nicht reich, aber wenn ich mit den Räubern gemeinsame Sache mache, dann könnte sich das vielleicht ändern. Jetzt müssen wir aber schnell dem Streicher seine Kräuter bringen, damit der Amdir wieder geheilt werden kann. Hoffentlich lebt er noch. Ah, doch, ja, da sitzt er noch. Guck mal, sind das die richtigen Kräuter? Cornelius Strohlehm ist ein Verräter? Ihr seid viel früher auf Gefahren gestoßen, als ich vorausgesagt habe. Es klingt ganz so, als ob es Cornelius Strohhelm schon auf euch abgesehen hatte, bevor ihr angekommen wart. Auf mich? Wie konnte er von euch wissen, wenn er auf seinem Posten war? Und woher wussten diese Schwarzwulds, dass ihr kommen würdet? Ich danke euch dafür, dass ihr solch ein Risiko auf euch genommen habt, um mir das Königskraut zu bringen. Ich werde über dieses Rätsel nachdenken, während ich die Salbe für Amdir herstelle. Wir bekommen gleich mal einen Packen Tränke. Ich weiß nicht, welche Gefahr derzeit die größere ist. Cornelius Strohlehms Verrat oder die Ignoranz von Hauptmann Farnbach. Beides im Wechselspiel. Wenn Cornelius Strohhelm sein bester Kämpfer ist, wird er nicht glauben, dass er versucht hat, euch in einen Hinterhalt der Schwarzwolds zu treiben. Ich habe etwas herumgefragt, während ihr fort wart und erfahren, dass ein Schwarzwoldräuber dort drüben auf der anderen Straßenseite am Pranger steht. Er wurde wegen Straßenräuberei verhaftet. Ihr solltet ihn über Cornelius Strohhelm ausfragen. Das heißt, wenn der zu den Räubern gehört, ja, er scheint ein Schwarzwoldräuber zu sein, dann müsste er auch was wissen, wenn er uns was verrät. Ja, Gefängniswärter passt auch auf. Ihr einfältigen Narren werdet noch bereuen. Die Schwarzwolds sind nicht so dumm, wie ihr denkt. Aber du hängst hier ziemlich dumm, hm? Fragt Otto den Räuber über seine Verbindung zu den Schwarzwolds. Ey, ihr da, lasst mich gehen. Cornelius Strohlehm kann für mich bürgen. Ja, der schon, ich bin mir sehr sicher. Dieser dumme Gefängniswärter will einfach nicht hören.
Otto wird ruhig, als ihr ihm erzählt, dass ihr über Cornelius Strohhelms Verrat Bescheid wisst. Also denkt ihr, ihr würdet den Plan kennen? Spielt euch nicht so auf. Und es ist schon zu spät. Unten im Süden hat der Krieg bestimmt schon längst begonnen. Bald werde ich frei und ihr diejenige sein, die am Pranger steht. Oder gar Schlimmeres. Okay, die wissen was, was wir nicht wissen. Otto weiß, dass Cornelius Strohhelm mit den Schwarzwolds unter einer Decke steckt. Er hat jetzt aber mitgehört. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Es ist schön, euch kennenzulernen. Ich habe gesehen, dass ihr Otto befragt habt. Bedeutet dies, dass die Gerüchte wahr sind? Ja, ich glaube eure Warnungen. So etwas gab es noch nie, aber alle Zeichen deuten darauf hin, dass die Schwarzwolds uns angreifen wollen. Aber wie sind sie dazu nur in der Lage? Wenn Farnbach euch nicht glaubt, dürft ihr ihm gerne sagen, dass ich es zumindest tue. Hugo Baumschneider denkt, dass Archit in Gefahr ist. Das ist jetzt der Erste, der dieser Meinung ist. Wie könnt ihr das sagen? Cornelius Strohlehm ist mir gegenüber schon seit seiner Zeit als kleiner Junge loyal. Ja, das haben wir auch schon gehört. Es wäre wohl ratsam, eurer Behauptung nachzugehen. Spricht Hugo die Wahrheit über seinen Gefangenen? Wenn ja, wäre es klug, Ottos Drohung über die Gefahr im Süden zu untersuchen. Ich werde Cornelius Strohhelms lebenslange Treue nicht anzweifeln, wenn es keine Beweise zum Gegenteiligen gibt. Aber wenn ihr und Hugo mit euren Vermutungen recht habt, wird dies für uns zu einer äußerst schlechten Situation werden. Karl Schösslings Hof befindet sich südlich von hier, nahe dem Tor zur Stadt Schlucht. Wenn etwas im Argen liegt, wird er davon wissen. Naja, so weit südlich ist es ja nicht. Ich glaube, der hat ein bisschen noch weiter südlich gedacht, oder? Aber okay, vielleicht weiß ja der Karl Schössling irgendwas. Dann werden wir den mal besuchen. Oh, ich glaube, die zwei haben auch noch irgendwelche Sorgen hier. Amdir sieht heute so anders aus. Amdir sieht ganz anders aus als letzte Nacht. Wenn ich ihn ansehe, scheint es, als wäre er nur noch ein Schatten. Als wäre er gar nicht wirklich da. Da läuft es mir kalt den Rücken runter. Ich habe gesehen, wie Streicher eine Salbe aus Königskraut für seine Wunde gefertigt hat, aber mein Mütterchen hatte immer ein anderes Heilmittel parat, wenn sich ein junger Brandybock einen hässlichen Splitter eingezogen hatte. Süßen Heidelbeertee. Gestern Nacht habe ich an dem Gewässer östlich von hier Heidelbeeren gerochen, also müssen sie gerade reif sein. Ich würde so gerne einen Tee für den armen Amdir zubereiten. Ja, da gucken wir doch gerne nach. Der Heger. Hey, ihr da! Ich habe Hunger! Immer noch. Wann habt ihr zuletzt etwas zum Essen bekommen? Ich habe seit dem Frühstück keinen Bissen mehr gekriegt und bin am Verhungern. Die haben mir nur etwas lausiges Brot mit Marmelade gegeben. Na, immerhin. Hattet ihr was Besseres? Würde alles für eine richtige Mahlzeit geben. Ich glaub, ihr habt noch nie so schlecht gegessen. Seit er nicht mehr im Auenland ist wahrscheinlich. Wenn ihr mir etwas Richtiges zu essen bringt, etwa Fleisch, werde ich euch reichlich belohnen. Wenn ihr euch beeilt, werde ich sogar die Reste mit euch teilen. Na, das ist doch was. Gut, dann gehen wir mal auf die Jagd. Und sammeln Heidelbeeren. Ich dachte Heidelbeerblätter. Okay, wir sammeln Heidelbeeren, wir sammeln Keilerfleisch und wir schauen mal, ob Karl Schössling etwas von irgendeiner Bedrohung weiß, irgendwelchen Angriffen oder sowas. Wo sind denn die Heidelbeeren? Die sind eigentlich eher da hinten. Dann machen wir doch einfach so einen Bogen, bis wir bei Schösslings Hof sind. Ich glaube, das ist am besten. Ach, guck mal, da springen doch schon die ersten Keiler herum. Ein Ferkelchen. Mal gucken, ob das auch gilt. Jo, sehr gut. Ich ganz unbedarft so Ferkelchen. Und da ist noch eins. Sind gar nicht mal richtig bösartig, sagen wir mal. Viele Keiler, die sind ja dann gleich schon sauer, wenn man in ihre Nähe kommt, aber die sind eigentlich ganz lieb.
Oh, guck mal, da wachsen auch Heidelbeeren. Ach, wir nehmen einfach alles mal mit. Oh, Blätter auch. Ich glaube, so eine Attacke da, die finde ich eigentlich am besten. Die macht nämlich auch einen Dot. Gucken wir rum. Nee, also rum. Der da. Und dann gibt es auch Attacken, die einen dann heilen. Gibt Attacken, die nehmen Verderbnis runter. Da ist noch ein Strauch. Oh, da liegt ja jemand. Ich glaube, das sollten wir melden. Da jemand liegt. Wir haben alles gesammelt. Jetzt gucken wir mal zu Karl Schössling auf seinen Hof. Da steht er auch schon. Hier sieht es aber auch recht friedlich aus, oder? Nichts Böses. Nichts Gefährliches. Ihr seid fremd hier, was? Ihr seid das Beste, das uns heute widerfahren ist. Ein Fremder, was? Wenn Farnbach euch geschickt hat, lasse ich euch herein. Ich fürchte, ihr seid das Beste, was uns heute den ganzen Tag passiert ist. Wir bekommen einen Umhang. Unsere größte Hoffnung beruht auf Hilfe von unseren Nachbarn aus Schlucht. Sie werden Archit nicht in die Hände von Räubern fallen lassen. Oh, bist du sicher? Ich bin froh, dass ihr hier seid. Ein paar Schwarzwolds haben uns heute Morgen angegriffen, aber wir haben sie in die Flucht geschlagen. Wir benötigen Hilfe aus Schlucht, der nächsten Stadt. Sie liegt südwestlich von hier, nur eine kurze Reise entfernt. Sie müssen sofort ihre Soldaten nach Archit schicken, um den Überfall zu verhindern. Bitte beeilt euch, ich befürchte, die Schwarzwolds wollen schon heute Nacht angreifen. Die Straße wimmelt nur so vor Räubern, aber ich bete, dass ihr es dennoch sicher nach Schlucht schafft. Ah, also doch ein Schwarzwold-Angriff aus dem Süden. Ich meine, eigentlich ist es hier ja sehr schön eingebettet, ne? So viel kann denen nicht passieren. Es ist nur dieser Zugang und da gibt es sogar hier ein Tor. Also wenn man sich zusammentäte, wenn die ganzen Archet-Leute sich hier ans Tor stellen, dann hätten die Räuber eigentlich gar keine Chance, hier ordentlich durchzukommen. Es sei denn, sie haben einen anderen Zugang. Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Mein Vater und die anderen Knechte sind den Schwarzwolds nach dem Angriff auf unseren Hof gefolgt. Ich glaube, die Schwarzwold hatten nicht erwartet, dass wir uns so stark verteidigen würden, nachdem sie uns überrascht hatten. Das waren nicht viele, aber ich habe sie noch nie zuvor so waghalsig erlebt. Das Problem ist nur, dass sie noch nicht zurück sind. Sie sind nach Osten gelaufen und haben die Schwarzwolds in den Wald getrieben. Das ist jetzt aber schon Stunden her. Mach mir solche Sorgen. Könntet ihr sie suchen gehen und sie sicher zurückbringen? Oh je, einer wird doch nicht der sein, der da am Wasser lag? Oh wei, oh wei. Ich glaube, wir gehen erstmal nach Schlucht und fragen dort, ob die uns helfen können. Und dann gucken wir mal nach den anderen. Vielleicht ist dann schon Unterstützung unterwegs. Da vorne sieht man schon die Palisaden. Das ist ja wirklich nicht weit. Da sind aber keine aus Schlucht. Soll ich mich da hinwagen? Die sehen aber grimmig aus. Wollt ihr, dass die Einwohner von Schlucht euch helfen? Das einzige Tor ist blockiert. Archit ist nun auf sich selbst gestellt. Ihr habt also Angst vor den Schwarzwolds, ja? Seid besser nach Hause, ihr kleiner Narr. Einen schönen Tag noch. Das wird euer letzter sein. Das ist ja nett. Oh Gott, das heißt, es stimmt, es ist hier auch alles verbarrikadiert. Es wird keine Hilfe reinkommen. Das muss ich sofort melden. Das
Was machen wir denn da? Dann sind wir auf uns allein gestellt. Wir müssen uns selbst verteidigen. Aber es gibt ja doch einige tapfere Wachen in Archet. Vielleicht können wir da irgendwas tun. Blockiert? Nein, das kann nicht sein. Meine Männer sind erst gestern wegen einer Lieferung nach Schlucht gereist. Ach, das sind schlechte Nachrichten. Der Hauptmann muss sofort erfahren, was hier vor sich geht. Hier, nehmt diese Nachricht für Farnbach. Er kennt meine Handschrift. Er wird euch nun Glauben schenken. Ja, wenn jetzt er als Zweiter bestätigt. Obwohl, er hat es ja wirklich mit eigenen... Nein, er hat es nicht mit eigenen Augen gesehen. Er hat mich ja geschickt und ich habe es ihm erzählt. Aber er hat ja jetzt keinen Grund, an meinen Worten zu zweifeln. Jetzt gucken wir mal. Oh, wir können sogar lesen, was in dem Brief steht. Lieber Hauptmann Farnbach, mein Hof wurde heute Morgen von Schwarzholz angegriffen. Sie sind organisiert und bewaffnet. Ich habe es mit der Hilfe meiner Männer geschafft, sie zurückzuschlagen, aber hier sind dunkle Mächte am Werk, wie ich sie bisher noch nicht gesehen habe. Sie haben die Straße nach Schlucht blockiert. Wir können nicht weg und es kann keine Hilfe zu uns durchdringen. Ich bitte euch, bereitet euch auf einen ernsthaften Krieg vor. Dies sind nicht die Raufbolde, die wir kennen. Karl. Oha, oha. Wer hat die denn verstärkt? Oh Gott, da oben in der Wiese liegt ja auch einer. Hallo? Lebt er noch? Sieht nicht gut aus. Theodor Weltlich wurde von den Schwarzwolds getötet. Oh nein, oh nein, oh nein. Und der andere lag doch auch da. Sehr leblos. Willem Heuspeer. Da ist da noch ein Lebensfünkchen. Willem Heuspeer wurde von den Schwarzwolds ebenfalls getötet. Hoffentlich finden wir Walter Weitzler. Ich schleiche mich mal hier durchs Wasser und durchs Schilf. Hier oben vielleicht? Hier hast du was dafür, dass du dich in anderer Leute Angelegenheiten einmischt. Du hast jetzt was dafür, dass du hier arme Bauern abschlachtest. Denn ich glaube, mit dem ist auch nicht mehr viel. Walter Weitzler wurde von den Schwarzwolds getötet. Oh nein, was müssen wir ihm gleich berichten? Oh, alter Bluthauer. Schaffen wir den? Warte mal, wie viel haben die? Das Doppelte hat er an Leben. Ja, komm, den schaffen wir. Und wir haben ja auch noch Heiltränke dabei. Die könnten wir eigentlich mal hier uns richten. Der Umhang war jetzt nicht so prickelnd. Dann gucken wir mal. Hm? Komm, ja. Oh, ich glaube aber, diese Schwarzwoldschlägerin, die packen wir zuerst weg. Nicht, dass die uns noch in den Rücken fällt. Und wenn ich jetzt das Ferkelchen da hole, kommt dann der Dicke auch. Ah, ich mach Cooldown. Ne, ich würde den schon gern schwächen. Ah nein! Ja doch, dann kommt er auch. Das ist was mich ein bisschen nervt hier. Dass wenn man dann das Target wegnimmt, in anderen Spielen greift man dann auch nicht an. Aber hier ist es so. Aber das sollte eigentlich gut klappen hier. So, das ist eigentlich mein Lieblingsangriff. Dann habe ich auch so einen Dot drauf. Dann könnte man was machen mit Verteidigung. No, easy. Guckt mal. Und ich habe ganz viele Buffs hier.
Sehr schön. Werde sie auch von Anfang an nicht mit irgendwelchen XP-Boosts spielen. Habe ich bei meinem Schläger ja erstmal benutzt, aber einfach so aus Gewohnheit. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Aber tatsächlich braucht man das im Spiel eigentlich nicht, wenn man nicht Sachen skippt. Wenn man natürlich möglichst schnell durch möchte und gerne auch Content skippt, dann ist das natürlich ganz praktisch. Aber das möchte ich ja nicht. Was kann ich für euch tun? Nein, das kann nicht wahr sein. Mein armer Vater. Und die anderen. Nein, das kann nicht sein. Es darf nicht sein. Willi schließt seine Augen und ist für einen ganzen Moment still. Aber nach einer langen Pause öffnet er wieder die Augen. Ich werde meine Rache an den Schwarzwolz bekommen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, Archie wird niemals in die Hände dieser mörderischen Unholde fallen. Wir bekommen einen neuen Speer. Hier ist aber nur 10,2 und der andere ist 10. Und gar nicht so besser, obwohl der gelb ist. Was haben wir denn da noch? Nee, das sind alle so. Na gut, dann nehmen wir den halt. Einfach, weil er gelb ist. Oh, Level 5. Legen wir ihn gleich mal an. Und dann müssen wir, glaube ich, die Hiobsbotschaft in den Ort tragen. Und durch das Level-Up haben wir auch unseren ersten Titel uns verdient. Wir sind jetzt die Wachsame.